Der Ball ist freigegeben und das Spiel beginnt. Und jetzt sehen wir hier die Aufstellung des FC Porto. So sieht die Startelf von Donetsk aus. Er bekommt die Unterstützung. Gute Aktion, gut geklärt. Varela. Conceição. González. Guter Pass. Ball ist wieder weg nach dieser vielversprechenden Aktion. Da zieht er richtig an und geht im Vollsprint mit dem Ball nach vorne. Jetzt dieser gefährliche Steilpass. Balleroberung. Galeno. Varela. Jetzt hätten sie Platz auf außen. Da ist die Hereingabe. Erst die Parade, aber dann geht die Szene weiter. So, der Ball war natürlich mehr oder weniger harmlos, aber die Parade vorher, Buschi, die war richtig, richtig gut. Ja, da hat sich der Torhüter ein Sonderlob verdient. Ganz starke Szene. So langsam wird's gefährlich. Wendell. Anspiel nach hinten. Ist gefährlich. Francisco Conceição. Ist es denn zu glauben? Gehalten. Mikola Matvienko. Guter Pass jetzt. Ganz stark. Eva Nilsson. Guter Pass jetzt. Ist das die Führung? Tor Nummer 1 in dieser Partie, die verdiente Führung. Ja, es läuft für sie, haben die Partie im Griff. Bisher haben ja nur die Tore gefehlt. Der Reaktion des Trainers, jetzt sind sie vorne und jetzt weiß er, jetzt haben sie die Partie erstmal im Griff. Ganz kurze Nachspielzeit nur, eine Minute gibt es hier zusätzlich. Der Abpfiff und das war es mit Durchgang 1. Vor der Pause haben wir einen guten Auftritt gesehen, oder Buschi? Wie ist deine Einschätzung? Ja, kurz vor der Pause hat er sie in Führung gebracht. Das war natürlich extrem wichtig. Eine sehr gute Aktion von ihm. Der Anschluss ist erfolgt, die zweite Hälfte läuft. Er entscheidet auf Freistoß. Jetzt will er noch mal neue Impulse setzen. Zwei neue Spieler kommen. Alexander Zubkov.
Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe. Taras Stepanenko. Das muss der Ausgleich sein. Macht das ganz sicher. Diogo Costa. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Wendell. Sie warten auf die Gelegenheit. Sie müssen den Ball abgeben. Bleibt am Ball. Jetzt der Vorstoß. Da kommt die Flanke. Er kann erst mal klären. Gut verteidigt. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Da schießt er. Gehalten. Unglaublich, Wolf. Was für ein sensationeller Reflex. 10 Minuten noch auf der Uhr. Schlussphase jetzt. Mikola Matvienko. Und jetzt versuchen sie es hier nochmal. Glanzparade. Sie bleiben hier weiter knapp in Führung. Was war das denn für eine Parade? Unglaublich, das musste doch der Ausgleich sein. Wahnsinn. Nächste Chance, noch eine Ecke. So, Ecke kommt. Gute Aktion, gut geklärt. Die Mitspieler bieten sich an. Vielleicht der Ausgleich. Da ist die Chance. Er macht das ganz sicher. Gut geblockt. Und das war's für heute in diesem Spiel. Die Gastgeber dürfen sich also über einen Sieg freuen. Knapper Sieg am Ende. Und das war schon beeindruckend, wie sie das Resultat über die Zeit gebracht haben. Das zeigt, in der Mannschaft stimmt es. Und so ein Ergebnis, das schweißt das Team noch enger zusammen. Ein gutes Spiel von ihm heute, kann man nicht anders sagen. Hat natürlich mit dem Führungstor viel gezeigt. Ja, sie leben von solchen Toren, ist einfach stark. Diese Torgefahr, diese Kaltschnäuzigkeit haben wir heute wieder erlebt. Und dann kommt eben auch ein Sieg dabei raus.